Hallo, ich bin's mal wieder, eure Birgit. Heute wieder ein bisschen Sport. Erste Runde, ich lade euch ein bisschen Bauchrücken. Wir brauchen dazu eine Unterlage, Matte, Isomatte, Handtuch, was auch immer. Und ein Handtuch, ein kleines Handtuch, was wir als Gerät benutzen. Genau. Turnschuhe sind nicht Bedingung, zu trinken wäre nicht schlecht. Und ja, fangen wir doch mal ganz kurz an. Also, Handtuchgerät erstmal zur Seite legen. Ganz kurz nur die Schultern kreisen. Schön weit nach hinten. Die Betonung geht wirklich nach hinten. Dann gehe ich nach vorne, dann werde ich rund. Ich will aber aufrecht stehen. Beide Schultern einmal hoch, nach hinten. Schulterblatt ganz eng zusammenziehen und runter ausatmen. Drückt etwas, stupt etwas. Brustbein bleibt oben. Nochmal. Anheben, einatmen, nach hinten ziehen, nach unten und runter drücken. Brustbein hoch, streckt euch in der Wirbelsäule, zieht die Wirbelsäule in die Länge. Noch einmal, hoch, hinten, unten. Währenddessen die Zehen immer wieder krallen und lang machen, soweit es im Turnschuh möglich ist oder halt barfuß. Locker lassen, die Hände greifen, die Füße kurz auf und ab rollen. Lang die Finger, fest die Faust und schieb die Hüfte nach rechts und links. Also Hüftmobilisation, gleich alles mitnehmen. Die Finger arbeiten schneller. Lang die Finger, lang, lang, länger, 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 länger. Lang die Finger. Das ist nicht lang, das ist lang. Und ausschütteln. Die Beine ausschütteln. Ein Fuß kreisen lassen, einmal in die Richtung, einmal in die andere Richtung und wechseln. Ich gehe davon aus, dass ihr vorher noch rund 5 Runden joggen wart. Also ihr seid schon warm. Das war nur noch der letzte Kick dazu. Einmal alles ausschütteln. Ein guter Rücken lebt natürlich auch von guten Beinmuskeln. Deshalb machen wir alles zusammen. Wir nehmen aber gleich das Handtuch. Schmeißt es vor euch erstmal auf den Boden. Blöd, es liegt da unten. Ja, was soll man machen? Ich zeig's von der Seite. Kopf, Kinn einrollen, Schultern nach vorne, butterweich die Knie, einmal abrollen, Handtuch mitnehmen, Wirbel für Wirbel aufrollen, einmal Schultern, Brustbein senken, fallen lassen. Ups, liegt unten, nochmal. Kopf, Schultern, Rücken, Wirbel für Wirbel, wie eine Perlenkette, die auf dem Tisch abgelegt wird. Handtuch fassen. Wirbel für Wirbel wieder aufrollen, Po einziehen, Kopf vernehmen, die Sinne sammeln, Schultern, oh, Schwächeanfall, glaube ich nochmal. Kopf, Schultern, Rücken, Wirbel für Wirbel für Wirbel. Es geht nicht um Schnelligkeit, wir sind nicht auf der Flucht. Handtuch packen, aufrollen, Po einrollen, Kopf anheben, Sinne sammeln, Schultern anheben, Brustbein hoch, das bleibt oben und die Schulter nach hinten. Handtuch am Ende fassen. Die Füße bleiben lang, gut Hüftgelenk schmal, die Beine geöffnet, also da, wo die Knochen sitzen. Das ist die Winterpolsterung vom letzten Jahr und fürs nächste Jahr. Wir sind hier. Butterweich die Knie, Popo fest, dadurch richtet sich das Becken auf. Brustbein war ja schon oben. Handtuch nehmen, die Handfläche schaut nach hinten, die Ellbogen sind über dem Handtuch, nicht nach hinten nehmen, über dem Handtuch, also aus der Schulter den Arm nach vorne bewegen und zieh. Nimm den Arm langsam nach oben und langsam wieder senken. Ja? Handfläche nach hinten, Ellbogen nach vorne und langsam heben und langsam senken. Nochmal. Rücken lang und senken. Schön auseinanderziehen. 4, 3, 2, 1. Tief, 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 tief. Beine, Po nach hinten, Arme, Schulterlinie. Und rück, 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 rück. Hoch, hoch, hoch. Schön auseinanderziehen. Man merkt, es zuckt hier am Schultergürtel. Hoch, hoch die Arme. Und tief, tief. Geht natürlich auch schneller. Tief, hoch. Tief, hoch.
tief, lang der Rücken. Schieb den Po nach hinten raus. Das Brustbein geht immer in die Verlängerung des Rückens. Arm hoch, schön auseinanderziehen. Zieh, lösen, zieh, lösen, zieh, lösen. Halten, Tempo, Beine. Popo fest, schieb den Po nach hinten. Der will nach hinten zum Tisch, zur Couch am anderen Ende des Raumes. Anhab, anhab. Auseinanderziehen und zieh und zieh und zieh. Wo ist es zu spüren? Hier außen, vielleicht innen. Auf jeden Fall an der Schulter. Und drücke ich die Schulter gleichzeitig nach unten, spürst natürlich am oberen Rücken. Arme so hoch, dass ich nichts mehr sehe. Wie ein Balken vom Auge. Ja, blöd, ihr seht mich nicht mehr, ich muss mich mal lang machen. Nicht übers Handtuch schauen, nicht unters Handtuch schauen, sondern wirklich vors Handtuch, vors Gesicht das Handtuch. Spannung halten, Schultern tief, Ferse in den Keller drücken und lösen. Und noch einmal. Handtuch vor die Augen, auseinanderziehen, Fäuste fest. Schön festmachen, ich zeig's mal von vorne. Nicht die Fäuste locker lassen, wir knicken im Handgelenk ab. Nehmt die Handkante, die kleinen Finger nach außen. Fest, lang. Jetzt ist sie lang, die Hand. Genau. Und lösen. Drei Dinge braucht der Mensch. Noch einmal. Fäuste fest, kleiner Finger nach außen, kein abgeknicktes Handgelenk. Kontrolliere. Noch vier. Auseinanderziehen. Brustbein hoch, Schulter tief und lächeln und fallen lassen. Von überbeugen, alles einmal ausschütteln, die Arme, die Schultern, die Finger einmal lang machen, fest die Faust und lösen. Abstützen, Daumen innen, Finger außen, Körpergewicht ist auf der Ferse, der Po ist weit dahinter. Setzen und aufstehen, setzen, aufstehen, setzen. Schieb den Po ganz weit nach hinten. Zieh das Brustbein nach vorne, den Rücken in die Länge. Und zieh und rück. Der linke Arm hoch und ab. Und hoch und ab. Bis in die Verlängerung des Rückens. Hoch und ab. Und hoch. Und hoch. Beide Arme am Seite wechseln. Und ausatmen, einatmen. Nach hinten geht das Körpergewicht. Nach hinten. Die Beine, die Knie sind nur zum Beugen da. Kein Schiebegelenk. Ein Scharniergelenk ist das. Beug, streck. Beide Arme. Und Tempo. Und oben. Außerhalb des Sichtfeldes die Arme. Und zieh. Und zieh. Und zieh. Ich zeig's von der Seite. Körpergewicht auf der Ferse. Knie über der Schnürung, Sprunggelenk. Daumen hinten, Ellbogen, Kontrolle ist gut, schau einfach mal unter einem Arm, rechts oder links durch, kannst du ganz locker den Nachbarn sehen, dann sind die Arme weit oben und zieh, der Po ist knackig, ist er ja sowieso, aber ich meine noch knackiger, Arme öffnen und zieh, Pobacken zusammenkneifen, zieh, zieh. Noch einmal die Arme eng. Letzter. Acht. Noch sechs. Atmen. Noch viermal. Noch dreimal. Halten. Aufrichten. Nach oben kommen. Und lösen. Schultern kreisen. Die Beine ausschütteln. Locker lassen. Lass die Knie, lass alles locker. Und lass die Knie ganz schnell von vorn nach hinten sich bewegen, bis alles flattert. Bauch, Beine, Po, Ohrläppchen. Nicht denken, das spannt nur die Muskeln an, locker lassen. Und bewegen, Zehen bewegen, Luft holen. Durchatmen. Wir gehen eine Etage tiefer. So. Vierfüßerstand. Schulter, Ellbogen, Handgelenk, ein Lot. Rücken ist lang, also nicht zu klein und bucklig. Zeig, wer du bist, sei stolz. Brustbein und Hinterkopf ziehen zu einer Wand des Raumes. Kreuzsteißbein. Und die Fersen ziehen zur anderen Seite. Der Bauch ist fest. Stell dir vor, der Bauchnabel ist der Knopf einer Wirbelsäule und ziehen dahin ein.
Das heißt, ich ziehe nicht den Bauch ein, dass ich einen Buckel bekomme oder ein Hohlkreuz. Ich ziehe nur den Bauch ein, also das, was unten zum Boden zeigt. Anspannen, Brustbein raus, nach vorne drücken und lösen. Nochmal. Fersen nach hinten, Brustbein, Hinterkopf nach vorne, in die Länge ziehen den Rücken, Bauch fest, lösen und nochmal. Man sieht es kaum, aber du spürst es. Du spürst, ob der Po, der Bauch, ob das beides angespannt ist. So, jetzt lass mal die Spannung. Viel Spaß. Ohne die Hüfte zu bewegen, die Position zu verändern, kneif die Pobacken zusammen und hebe einen Arm an. Ganz locker, ganz entspannt, Fersen schön runter, Fußspitzen schön runterdrücken, auch die Fußballen. Und einen Arm annehmen, ohne den Rumpf zu bewegen. Also nicht kippeln. Rumpfspannung. Nochmal, Po fest, Rücken lang ziehen, Brustbein nach vorne, Po Kreuzsteißbein nach hinten zum anderen Wandende. Andere Seite Arm, anheben. Du könntest mit dem Arm machen, was du wolltest. Du änderst deine Rumpfposition nicht. Absetzen, Po fest, erste Seite. Ja, es gibt eine Schokoseite und eine Nicht-Schokoseite, ich weiß das. Mach den Rücken schön lang, kneif die Pobacken zusammen. Andere Seite, Rücken lang machen, beide Knie unten und lösen. Katzenbuckel, Füße zusammen, Knie nach außen, ganz weit nach hinten. Arme ganz, ganz weit nach vorne, aber so weit, wie es geht. Krabbel mit den Fingern, mach mal Platz hier, krabbel mal mit den Fingern noch ein Stückchen weiter. Lass die Arme durchgestreckt, es gibt keinen Ellbogen, der ist steif wie ein Brett. Die Schultern gehen nach hinten zum Gesäß. Brustbein runterdrücken. Nimm die Daumen zusammen, lass die Arme steif. So, jetzt ziehst du die Finger noch ein Stück, wanderst noch ein Stück, ziehst sie aus den Händen raus. Man spürt das hinten am Rücken. Zieh einen Arm, mach ihn lang, heb ihn an, heb hoch und senke, ohne dich aufzudrehen. Hoch, ab, hoch und ab. Lang machen. Wenn der Ellbogen gebeugt ist, dann wird das Kinderkram. Wir wollen es aber nicht leicht haben. Wir wollen merken, dass wir was getan haben. Also, lang machen. Du schaffst das. Und wenn du nur zwei Wiederholungen schaffst und wenn du gar nicht hochkommst, aber du merkst die Spannung von den Fingerspitzen über die Schulter bis zum mittleren, unteren, mittleren Rücken. Absetzen. Noch einmal ausrichten. Po nach hinten auf die Fersen. Die Arme lang. Daumen über Daumen. Andere Seite. Arme rausziehen. Aus der Schulter den Arm heben und hoch und ab, ohne die Schulter aufzudrehen. Rücken lang, wenn du merkst, es wird einfach, dann drück mal dein Brustbein weiter nach unten. 4, 3, 2, schön Po weit nach hinten nehmen. Und absetzen, ganz klein machen, locker lassen. Das Gegenstück. Der Bauch. Nimm das Handtuch nochmal. So. Okay. Beine sind gut geöffnet. Füße am Boden. Nicht runterdrücken, aber die Füße schauen zum Boden. Rücken rund. Arm nach hinten. Arm nach oben. Nach vorne. Und aufrollen. Strecken. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2. Und eins, 4, 3, 2, 1. Nicht mit Schwung hochholen. Ja, wir wollen wirklich arbeiten. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen spüren. Da ist nicht nur Speck. Auch, ja, da ist auch Muskel versteckt. So, Schultern tief, Rücken lang. Und rund, rund, rund. Und hoch. Nochmal. 4, 3, 2, 1. Und weil es so viel Spaß macht, Sahnehäubchen zum Abschluss. Langsam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arme hinten. Arme nach oben.
Machen Sie nochmal langsam. Die Arme vor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einmal noch. Tief, 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 tief. Letzte Mal hoch, hoch, hoch. 5, 6, 7 und strecken. Alles fallen lassen, die Beine öffnen, Arme umarmen die Knie, Schultern ganz weit nach vorne, runter Rücken, zieh den Kopf ganz weit nach vorne und mach den Rücken rund. Zieh die Schultern nach weit vor, außen, vorne, runter. Ja, versuch den Bauchnabel durchzuziehen, halten, Schienbeine festhalten, strecken. Über eine Schulterseite schauen. Über die andere Schulterseite schauen. Zusammenfallen. Hände ausschütteln. Arme ausschütteln. Ja, und ich verabschiede mich für diese Runde. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.